Donnerstagabend und herzlich willkommen zu unserem nächsten Trading Insights. Ich begrüße alle recht herzlich und heiße auch den Ingmar in der Runde willkommen. Ja, wunderschönen guten Abend, René. Wunderschönen guten Abend in die Runde. Ja, wir wollen uns auch heute wieder mit den Märkten auseinandersetzen. Hier mal zur Einführung eine Übersicht über die heutige Entwicklung. US-Märkte haben dann doch nach anfänglicher Schwäche gedreht. Erdgas kommt nochmal zurück. Die Metalle insgesamt schwach jetzt zuletzt. Bei 2054 eben nicht nachhaltig zurückgekommen. Das hat jetzt kurzfristig erstmal so ein bisschen die Situation gedrückt. Sojabohnen, Weide generell zuletzt nach der Schwäche dann doch wieder auf Erholungskurs und Zucker legt deutlich zu. Also eine ganz interessante Situation. Auch politisch natürlich. Jetzt werden die Karten da neu gemischt in den USA. Insofern also die nächsten Tage, Wochen und auch Monate, da ist Spannung vorprogrammiert. Und ja, fühlt euch frei, auch heute wieder die Märkte zu wünschen, die ihr gerne besprochen haben möchtet. Ja, ein Markt, der gerade direkt gefragt wurde, René, ist der Maispreis. Ich bin gespannt, wie deine Meinung da ist. Ich habe gerade heute auf meinem YouTube-Kanal nämlich einen Discount-Call-Optionsschein auf Mais vorgestellt, weil ich davon ausgehe, dass hier eine Aufwärtsbewegung stattfinden könnte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du das auch so siehst. Deswegen ist das natürlich sehr spannend, wie deine aktuelle Einschätzung hier ist. So, wir schauen uns mal zunächst die Saisonalität an. Eine Sekunde, ich muss hier mal ein bisschen was zurechtschieben. Dann haben wir das nämlich auch direkt in der Übersicht. Dauert eine kleine Sekunde. Ja, also hat bei mir weniger was mit Meinung zu tun, als vielmehr mit den Setups, die aktuell anstehen bzw. gehandelt werden. Da sind wir bei Mais noch auf der Short-Seite. Und ja, wir gucken uns gleich mal die Saisonalität an. Wir sind bei Mais, bei den Getreiden generell hinter der Planting Season und schauen wir uns mal hier den Seasonal Chart an. ZC ist das Kürzel, das Futures-Kürzel. Und wir hoffen darauf, dass wir dann gleich den Chart sehen werden. So, der Dezember ist der Most Liquid Contract. Das heißt, also der hat das größte Open Interest. Dementsprechend wird der betrachtet. Und da schaut es wie folgt aus. So, wir haben typischerweise, ich habe es ja die letzten Male auch schon erklärt, diejenigen, die einen der Bausteine handeln, entweder die Short-Term-Seasonals, die klassischen Seasonals, die Power-Breakouts, die Short-Term-Breakouts, egal was, da taucht dann immer auf, dass wir am Ende der Planting-Season, das ist so im Juni, zweite Juni-Hälfte, und nach der Planting Season die Short-Seite tendenziell spielen. Das ist jetzt auch schon seit ein paar Wochen, wo diese Trades laufen, beziehungsweise wo immer wieder Trades in diese Richtung aufgemacht werden. Es ist also nicht so, dass ich jetzt erst irgendwie Short einsteige mit den ersten Positionen, sondern es laufen die ganze Zeit schon Setups auf der Short-Seite und wir können auch sehen, warum. Weil eben so ab Mitte Juni, Mitte, Ende Juni, so um den 20. Juni herum, da setzen dann 15. 20. Juni herum, setzen naturgemäß Abwärtsbewegungen ein. Warum? Weil die Produzenten dieses Rohstoffs am Ende und nach der Planting Season verstärkt Futures verkaufen. Denn die produzieren den Rohstoff und dann logischerweise möchten sie ihr Produkt an den Mann bringen, beziehungsweise an die abnehmende Industrie. Und das können Sie machen, indem Sie entweder über den Cash-Markt gehen. Da ist dann innerhalb von wenigen Tagen die Lieferung fällig, innerhalb von 2, 3 Tagen. Oder eben Sie gehen über den Futures-Markt. Da können Sie auf Termin verkaufen. Und das ist das, was eben
oftmals gemacht wird. Dementsprechend ist es ein natürlicher Fluss von Orders, der immer zu dieser Jahreszeit kommt. Diese saisonal schwache Phase, die reicht, je nachdem, welchen Zeitraum oder welchen Betrachtungszeitraum wir hier heranziehen. Wenn man die letzten 5 Jahre nimmt, dann war so um den 20. August herum der perfekte Einstieg für die Long-Seite beziehungsweise der perfekte Ausstieg für die Short-Seite. Wenn man die letzten 15 Jahre nimmt, dann haben wir hier ja mehrere Häufungspunkte, einmal so um den 20., 23. August, einmal Anfang September und einmal noch Mitte September. Da ist in diesem Betrachtungszeitraum die Schwächephase vorbei gewesen. Und wenn wir die letzten Jahre gelbe Linie nehmen, dann ist sogar Anfang Oktober erst der Boden erreicht gewesen. Also rein saisonal betrachtet laufen bei mir noch einige Trades. Wir haben jetzt auch, letzte Woche war das, beziehungsweise nee, diese Woche, Anfang dieser Woche gab es auch nochmal ein Setup, was auf der Short-Seite gehandelt hat. Hat aber nichts damit zu tun, um es nochmals zu sagen, hat nichts damit zu tun, wie die COT-Daten aussehen, ob der Markt überverkauft ist oder Gott weiß was, ob er irgendwie riesiges Potenzial hat gemäß COT-Daten, sondern es geht nur um ein immer wiederkehrendes saisonales Muster. Das hat also keine, da spielt keine Meinung von mir mit rein, wie ich den Preis mittel- bis langfristig sehe. Also mittel- bis langfristig gehe ich bei mehreren Getreiden davon aus, unter anderem auch Sojabohnen, dass der Preis deutlich steigen kann und auch deutlich steigen wird. Aber diese Systemtrades mache ich jedes Jahr immer wieder zur gleichen Zeit, auf die immer gleiche Weise, hat aber überhaupt nichts mit Meinung zu tun und hat auch eben einen begrenzten Haltezeitraum. Das heißt also, da muss man aufpassen, dass man nicht wieder Äpfel mit Birnen vergleicht. Das, was ich hier mache, läuft schon seit einigen Wochen oder diese Trades laufen schon seit einigen Wochen und sie haben einen absehbar begrenzten Haltezeitraum von ein paar Wochen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wo steht der Preis in 6 Monaten, wo steht er in 12 Monaten, würde ich wahrscheinlich auch eher auf die Long-Seite gehen. Aber bei mir laufen tatsächlich noch Systemtrades auf der Short-Seite. Dementsprechend bin ich Long im Moment noch nicht dabei, aber so in 3, 4 Wochen wird das anders ausschauen, dann bieten sich auch für die Long-Seite hier Chancen. Deshalb also, Ingmar hat ja gerade schon gesagt, dass er da Positionen oder erste Positionen aufbaut oder aufgebaut hat. Das ist wahrscheinlich für eine längere Frist als 2, 3 Wochen. Bei mir hier laufen jetzt die Trades noch zwischen 2 und 4 Wochen. Ein Trade wird jetzt nächste Woche glattgestellt. Also da sind wir jetzt so langsam kommen wir in die Periode rein, in der die Shorts langsam reduziert werden wieder. Long bin ich hier aber noch nicht. Das kann aber durchaus, wie gesagt, in den nächsten 4, 5 Wochen sich dann anders darstellen. Im Moment bin ich aber tatsächlich noch auf der Short-Seite, hat aber wie gesagt auch diesen kurzfristigen Haltecharakter. Ja, vielleicht ein ganz guter Punkt, um da nochmal anzusetzen. Ich habe gerade übrigens auch den Link zu dem YouTube-Video in den Chat reinkopiert. Und zwar habe ich da einen Discount-Call aufgenommen, auch in verschiedenen Depots, der aber wirklich sehr viel länger läuft. Ich hatte extra bei Vontobel nämlich ein Produkt imitieren lassen mit dem Basiswert Mai 2025 Future. Also das Produkt läuft absichtlich länger, weil genau wie der René sagt, die Saisonalität, wie wir hier momentan auch noch sehen, ist aktuell noch negativ. Deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte da jetzt momentan noch nicht sozusagen voll auf die Long-Seite gehen mit einem Knockout-Produkt, sondern eher mit einem Discount-Call-Optionsschein, um einen gewissen Puffer zu haben und eben auch die Möglichkeit zu haben, sollte dann die Saisonalität irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten greifen, vor allem dann Richtung Jahresende, dann kommt ja auch der sehr starke Dezember, dann möchte ich natürlich gerne von dieser potenziellen Aufwärtsbewegung profitieren. Deswegen hatte ich eben dieses Produkt gewählt mit mit der Referenz oder dem Basiswert Mai 2025 und der steht nämlich aktuell bei ungefähr 440, das war zumindest heute Mittag so und der Cap von diesem Produkt ist bei 400, das heißt, man hat da auch noch einen gewissen Puffer nach unten, sollte also dann dieser Mai 25 Future seitwärts laufen, der sollte steigen oder sogar fallen, kann man immer noch eine positive Seitwärtsrendite erzielen, könnt ihr euch ja einfach mal anschauen, weil ja, René ist jetzt hier vor allem auf die Saisonalität gegangen. Das Sentiment ist aktuell sehr negativ natürlich, weil der Maispreis stark gefallen ist. Und auch die COT-Daten sind meiner Meinung nach bullig zu werten. Aber ich gebe natürlich dem René vollkommen recht.
für die ganz kurze Sicht jetzt auf die nächsten 2 Wochen oder 3 Wochen kann es natürlich nochmal einen Rücksetzer geben, wenn man sich zumindest die saisonale Phase anschaut. Und da sieht man wieder, wie interessant das ist. Wir sind zwar jetzt gerade anderer Meinung, aber nichtsdestotrotz könnte es sein, dass wir beide am Ende des Tages recht haben, dass jetzt kurzfristig der Markt noch etwas zurücksetzt. Dann hat der René recht mit seiner Meinung. Und wenn der Markt dann doch anziehen sollte Richtung Jahresende, habe ich vielleicht dann auch recht. Oder wir haben beide nicht recht und der Markt steigt jetzt schon an und ich gehe vielleicht nicht aus meiner Position raus und danach fällt es wieder. Also es ist immer alles möglich. Das wollte ich nur noch mal gerade dazu sagen. Wenn man denkt, jetzt haben wir beide unterschiedliche Meinungen. Das eine ist eben eher die kurzfristige Sicht und das andere ist dann eben etwas mittelfristiger Art. Deswegen wollte ich darauf noch mal kurz eingehen. Und vielleicht, weil wir gerade über die Commercials gesprochen haben, René, der Ingo, der hat, glaube ich, am letzten Mal schon gefragt, beziehungsweise schreibt jetzt gerade nochmal. Er hat nochmal einen Nachtrag zu seiner Frage von letzter Woche, und zwar die Commercials. Da fragt er, ob die auch am Optionsmarkt aktiv sind, ob du das weißt. Also tendenziell machen die ja keine Spekulationen am Markt, sondern die verkaufen die wollen ihre physische Produktion verkaufen. Und ich persönlich glaube jetzt nicht, dass da in großem Umfang oder generell ein nennenswerter Bedarf besteht, weil letztlich die haben ja den physischen Gegenwert. Das heißt also, am Optionsmarkt zum Beispiel Absicherungsgeschäfte zu tätigen. Das macht ja Sinn, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Warren Buffett in eine Aktie investiert und sagt, okay, ich bin da long und jetzt, keine Ahnung, jetzt kaufe ich aber irgendwie einen Put mit der und der Basis und mit einem kleinen Betrag und sichere einen Teil meiner Position damit ab. Aber der Produzent eines Rohstoffs, der hat ja zum Beispiel natürlich den physischen Gegenwert. Das heißt also, der ist ja im Prinzip eigentlich, der hat ja keine spekulative Position offen. Also wenn der schreibt den Preis fest, zu dem er diese Position oder zu dem er diese Produktion verkauft. Und da gibt es ja dann nichts abzusichern in dem Sinne. Insofern glaube ich tendenziell eher nicht. Ich habe jetzt auch nichts dazu gefunden, was da eine andere Aussage treffen würde. Das macht also aus meiner Sicht nur Sinn für Spekulanten wie uns. Da würde es Sinn machen, wenn wir in irgendeinem Markt long sind, einen Teil davon oder vielleicht sogar alles, möglichst alles zu hedgen mit einer Optionsstrategie, mit dem Kauf eines Puts oder dergleichen oder mit irgendeiner komplexeren Strategie. Aber bei den Commercials sehe ich da keinen Sinn, weil sie ja den physischen Gegenwert haben. Das heißt also, es ist wie wenn ich jetzt, wenn ich einen Gegenwert habe, wenn ich eine Währung tausche und hab einen Gegenwert in entsprechendem Umfang, dann brauche ich da nichts großartig absichern. Also insofern gefunden habe ich dazu nichts. Mir würde sich jetzt auch nicht erschließen, warum die jetzt in nennenswertem Umfang dort etwas machen sollten. Es gibt mit Sicherheit irgendwo einen Ausnahmefall mal, wo das vielleicht Sinn macht, wenn eine bestimmte Konstellation auftritt, weil man vielleicht zum Beispiel nichts produziert hat oder zu wenig produziert hat, und dann macht es vielleicht mal Sinn, irgendetwas abzusichern oder mit Optionen noch zu hantieren. Aber grundsätzlich sehe ich da keinen Sinn drin für diejenigen, die das produzieren und für die abnehmende Industrie im Prinzip auch nicht, weil die ja den physischen Gegenwert bekommen. Das heißt, es ist ja eigentlich nur ein Tausch Geld gegen Ware und oder umgekehrt Ware gegen Geld. Und dementsprechend glaube ich, dass das dann wenig Sinn machen würde. Okay, super. Dann haben wir die Frage auch abgearbeitet. Und als nächstes kam die Frage vom Gerd, wie es denn aktuell bei Silber ausschaut. Ja, Silber war ja zuletzt hier auch, haben wir glaube ich auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Und gucken mal drauf. Bei den Metallen insgesamt haben wir jetzt gesehen, dass die in den letzten Tagen einen ordentlichen Dämpfer erfahren haben. Gold war ja letzte Woche vorübergehend über die 2450 ausgebrochen. Da haben wir aber auch schon gesagt, okay, das wird jetzt wichtig sein, dass es nicht nach einem oder 2 Tagen wieder deutlich darunter notiert. Aber genau das ist passiert. Und das hat sich quer durchgezogen durch sämtliche Metalle. Die sind allem voran Silber,
deutlich unter Druck geraten. Das heißt also mit dem Ausbruch bei Gold, das war erstmal ein Fehlausbruch. Das hat also nicht diese Wirkung entfaltet, sondern im Gegenteil, also die Wirkung entfaltet, die es hätte entfalten können, nämlich dass diejenigen, die auf weiterhin niedrige Kurse gesetzt haben, unter Druck kommen, sondern im Gegenteil, die haben dort schön zugemauert bei 2,450, 2,500 und ja, das hat den Preis wieder nach unten gedrückt und dementsprechend ist jetzt also diese Ausgangslage wieder, dass wir irgendwo uns in der Bandbreite von 2,2 bis 2,450, also 2.200 bis 2.450 erst einmal gefangen sehen, beziehungsweise der Goldpreis gefangen ist. Silber ist ja oftmals, ist so ein bisschen wie der Nasdaq auf den Dow oder Nasdaq auf den S&P, bewegt sich immer mit einem ordentlichen Hebel zum Goldpreis in dem Fall. Wenn Gold 1-2% verliert, dann ist es bei Silber meistens schon irgendwie so Richtung 8 bis 10%. Das ist jetzt hier auch der Fall. Ist schwächer als saisonal üblich. Insofern, Ingmar hat ja da eine Short-Position reingenommen. Das war dann auch buchstäblich goldrichtig. Saisonal haben wir hier klassischerweise bis Ende Juli einen positiven Modus. Mal gucken, ob da noch ein Erholungsschub kommt. Und insgesamt haben wir speziell dann, wenn es so in Richtung Mitte August geht, also Mitte bis Ende August, Anfang September, hat Silber nochmal häufig Erholungsschübe oder Aufwärtsschübe. Die nächsten Wochen insgesamt aus saisonaler Sicht sind so ein Hin und Her. Man sieht es hier zum Ende des Monats Juli kommt öfter oder des Öfteren eine Aufwärtsbewegung, dann kommt nochmal eine Abwärtswelle. Das heißt also, wenn man jetzt im Moment short ist, bis August, beziehungsweise bis Mitte August, besteht da keine große Veranlassung, sich jetzt hier von Shorts vorzeitig zu verabschieden. Höchstens vielleicht mit Teilausstiegen, aber da gibt es zumindest nochmal eine ordentliche Welle, üblicherweise. Mitte August sieht es dann anders aus. Da haben wir dann tatsächlich eine hohe Chance, dass es bis Anfang September eine Erholungsbewegung gibt. Aber dann kommt aber auch wieder eine Abwärtswelle. Das heißt also, das ist so eigentlich ein ganz guter Trading-Markt für die nächsten Wochen und Monate mit Ups und Downs, die hier zu erwarten sind. Im Moment aber aufgrund der relativen Schwäche gegenüber dem, was saisonal üblich ist, kann man auf der Short-Seite für die kurze Frist sich auf jeden Fall einigermaßen wohlfühlen, würde ich sagen. Okay, wenn wir jetzt gerade schon bei den Edelmetallen sind, da kam eben noch mal die Frage rein von Michael, wie es denn bei Palladium ausschaut, ob da jetzt vielleicht mal eine Aufwärtsbewegung stattfinden könnte, weil ja bald auch die Saisonalität wieder positiver ist. Aber ja, wir reden ja schon sehr, sehr lange darüber, dass eigentlich bei Palladium mal nach oben was kommen sollte. Bisher noch nicht passiert. Deswegen können wir da natürlich jetzt auch noch mal drauf schauen. Ja, also was Palladium angeht, komme ich mir so ein bisschen vor wie so ein Politiker. Da wird auch 3 Jahre lang alles angekündigt. Das passiert nichts. Also ja, wir haben es ja schon wirklich gefühlt 150 Mal besprochen. Von den COT-Daten her, die wir jetzt hier gerade nicht sehen, aber wir haben das ja oft uns angeschaut, haben wir die bullischste Positionierung aller Zeiten. Das zeigt aber halt auch nur, was für ein Potenzial da ist, von welchem Niveau aus das losgeht und wann, das sagt es natürlich überhaupt nicht aus. Und saisonal haben wir hier ein ähnliches Bild, wie wir es gerade für Silber gesehen haben. Normalerweise kommt jetzt bis zum Monatswechsel nochmal eine Erholungswelle. In vielen Fällen, ist ja auch nicht immer der Fall, aber in vielen Fällen kommt nochmal ein Erholungsschub. Dann setzt es aber wieder zurück. Also so die richtig starke Phase, wo es wirklich durchzieht, die haben wir ja erst im Dezember und bis dahin ist ja tatsächlich noch ein Weilchen. Bis dahin werden ja die Amerikaner sogar einen anderen Präsidenten haben, beziehungsweise einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin, so Gott will. Insofern ist jetzt im Moment auch dieser Markt eher so ein, ja, ein Trading-Markt und wann dieser seit Jahren erwartete Aufwärtsschub kommt, man weiß es nicht. Das Einzige, was ich schon wieder ahne, ist, dieser Markt nervt ja auch mich mittlerweile schon gehörig, weil sich einfach noch nichts nach oben tut.
Und dann, wenn der letzte von uns, der vielleicht hier auf eine Aufwärtsbewegung gelauert hat, wenn der letzte dann sagt, komm, leck mich, ich gehe aus den Positionen raus und fasse diesen Markt nicht mehr an, dann wird es wahrscheinlich dort richtig durchziehen. Das, was ich für mich, was solche Märkte oder solche Situationen angeht, gelernt habe, sind zwei Dinge. Erstens, ich versuche ganz, ganz wenig mit diskretionärem Anteil zu machen. Das heißt also, wir sprechen hier natürlich oftmals über COT-Daten und dergleichen, aber das, was ich zu 95% mache, sind systematische Trades. So wie ich es gerade für Mais besprochen habe, es interessiert mich im Prinzip gar nicht, wie die COT-Daten aussehen, sondern ich mache jedes Jahr ab Mitte Juni, 10. Juni geht das los, da kommen viele Trades, mache ich jedes Jahr das Gleiche. Das wird nicht jedes Jahr erfolgreich sein, vielleicht wird es jetzt in diesem Jahr auch den einen oder anderen saisonalen Trade geben, der im Minus landet. Aber ich mache das ja nicht einmal, sondern ich mache es hundertfach über zig Jahre immer wieder mit mehreren Aktionen. Und so ist es hier natürlich auch. Bei Palladium habe ich systematische Trades, die machen den Löwenanteil aus insgesamt. Aber ich binde nicht viel Kapital mit diskretionären Trades, bei denen ich keinen Verwaltungsrahmen habe. Das ist nämlich genau das Problem. Wenn wir zurückgehen an das erste Mal, das war ja, glaube ich, wir haben das letzte Mal geschaut, Ende 21, also Ende 2021, Anfang 22, also über 2,5 Jahre her, als wir erstmals gesagt haben, Palladium hat ein riesiges Potenzial. Und damals stand Palladium meines Wissens noch bei 2000, 2200, so diese Ecke. So hat sich also seitdem noch mal halbiert locker. Man wäre jetzt seit 2,5 Jahren immer wieder oder immer noch long. Und das bindet erstens Kapital, zweitens hat man erstmal Verluste, die aufgeholt werden müssen, drittens hat man überhaupt keinen Verwaltungsmodus, man hat eben nicht eine Handhabe oder eine Statistik, wo man sagt, okay, ich muss so und so lange drin bleiben, binde so und so lange mein Kapital, da und dort setze ich den Stop, sondern man hofft im Prinzip oder man wartet, hoffen vielleicht weniger, aber man wartet darauf, dass es irgendwann mal sich erholt. Also deshalb die eine Lehre ist, die eine Erkenntnis aus diesen 26 Jahren, die ich jetzt trade an der Börse, wenig diskretionärer Anteil, weil ich da eben keinen Verwaltungsmodus habe und Kapital binde für eine unbestimmte Zeit. Und das ist nie gut. Und Punkt zwei ist, wenn ich sowas mache, wenn ich sowas handle, dann darf ich mich nicht abschütteln lassen. Das heißt also, wenn es tatsächlich mal so eine Situation ist, wo man 2,5 Jahre lang immer wieder versucht, long und es klappt nicht und nochmal und es klappt wieder nicht, dann ist das Gebot der Stunde, auf Gedeih und Verderb es durchzuziehen. Weil das ist der Klassiker. Ich würde behaupten, jeder von uns hat das Minimum einmal, wahrscheinlich einige sogar dutzendfach erlebt, dass man irgendein Szenario vor Augen hat, Markt XY wird einbrechen oder wird stark steigen. Man ist zu früh dran, das kennt jeder, man wird ausgestoppt, irgendwann ist man genervt und sagt, okay, ich lasse jetzt die Finger davon und dann fängt der Mist an zu laufen, auf Deutsch gesagt. Das heißt also, es ist auf der einen Seite natürlich Quatsch, jetzt irgendwie 100 Jahre lang immer wieder Longs reinzunehmen und sich da ausnocken zu lassen. Auf der anderen Seite ist aber genau das eben der Punkt. Relativ wenige Einsätze fahren, hartnäckig bleiben, weil irgendwann kommt die Bewegung. Wenn sie kommt, wird sie heftig ausfallen. Das ist eigentlich unstrittig. Aber das kann ja jeder für sich selbst mal resümieren, wie viele Aktionen er jetzt hatte in den letzten 2,5 Jahren in diesem Markt, was dabei rumgekommen ist und wie viel es jetzt dann steigen muss, wenn es losgeht, damit man das überkompensiert und damit es sich am Ende gerechnet hat. Und da wird wahrscheinlich rauskommen, okay, in der gleichen Zeit hätte man, wenn man systematisch irgendwas getradet hätte, was tatsächlich am langen Ende einen Vorteil hat, der messbar ist und wo auch ein Rahmen vorhanden ist, in Form von Haltedauer kalkulierbar, Stop kalkulierbar, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Also insofern ist die Aussage bei Palladium die gleiche wie die letzten 2,5 Jahre. Irgendwann wird es heftig steigen, es wird sich wahrscheinlich verdoppeln oder vielleicht sogar bis zu 200% ansteigen. Aber ob wir dann oder ob der Einzelne dann dabei ist und wie lange man dabei ist, das ist eben immer das große Fragezeichen dahinter. Also
Ich glaube, unterm Strich werde ich jetzt bei diesem Szenario, was ich hier seit 2,5 Jahren vor Augen habe, werde ich wahrscheinlich nicht viel rausholen, sondern es wird am Ende wahrscheinlich ein kleiner Gewinn sein, über den man sich am Ende freut, weil man zig Aktionen hatte im Future, zigmal hätte rollen müssen, wenn man es im Future gehandelt hätte. Bei Hebelzertifikaten ist man bestimmt ein, zweimal ausgenockt worden, muss es neu versuchen. Also im Endeffekt wird sowas wahrscheinlich kein großer Reibach, weil man wahrscheinlich auch die Bewegung dann wieder unterschätzt, wenn es mal losgeht. Das ist das Problem dabei. Und wir haben, wie gesagt, saisonal hier jetzt auch nicht die Phase vor uns, wo es jetzt in einer Tour oder wo es zu erwarten ist, dass in einer Tour durchzieht. Von daher können wir da das Gleiche sagen wie die letzten 2,5 Jahre und warten weiterhin. Aber wir werden es mitbekommen, wann es irgendwann losgeht. Und dann wird es wahrscheinlich heftig ausfallen. Ja, vielleicht mal anders ausgedrückt, René, und zwar, ich sehe das ja genauso wie du. Wie groß siehst du denn die Gefahr, dass der Markt jetzt nochmal richtig nach unten wegsackt? Weil es gibt ja auch hier die Möglichkeit, übrigens das Ganze mit Discount Calls umzusetzen. Und ich werde sehr, sehr, sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen, eventuell morgen oder nächste Woche, einen Discount Call Optionsschein in mein Portfolio aufnehmen, um eben davon zu profitieren, auch sollte der Palladiumpreis nur seitwärts laufen, weil jetzt so richtiges Rückschlagspotenzial, also sehr großes Rückschlagspotenzial, sehe ich momentan zumindest jetzt nicht mehr, weil wir auch an so einer schönen Unterstützungszone eigentlich angekommen sind. Oder wie siehst du das da momentan? Nö, sehe ich genauso. Also ich glaube jetzt nach unten viel ist wahrscheinlich nicht zu erwarten. Aber der Faktor Zeit ist halt hier eher, glaube ich, die Problematik. Aber genau wie du es richtig sagst, natürlich, wenn man jetzt das entsprechende Produkt nimmt, bei Rohstoffen, gerade bei dieser Gattung, bei den Metallen, hat man halt oftmals diese ewig langen Bodenbildungen. Wenn man mal hier jetzt 5 Jahre zurückgeht, ja gut, hier kommen wir jetzt bei dem Septemberkontrakt kommen wir nicht weit zurück, kommen wir gerade mal 2 Jahre, wenn überhaupt. Aber jeder, der sich mal so einen längerfristigen Chart angeschaut hat von Palladium, von Gold, von Silber, die haben halt sehr lange Seitwärtsphasen. Und da kommt es dann halt schon darauf an, welches Produkt man wählt. Denn wenn ich da das falsche Produkt wähle, Future zum Beispiel wäre da jetzt ungeeignet dafür, dann werde ich von so einer Phase nicht nur nicht profitieren, sondern ich werde sogar Geld verlieren, wenn ich das richtige Produkt nehme oder ein passenderes Produkt nehme, Discount Call zum Beispiel, dann kann das natürlich tendenziell sogar erfolgreich sein, beziehungsweise erfolgreicher sein oder wird mit Sicherheit erfolgreicher sein. Und da, das ist ein ganz schönes Beispiel, wo man sieht, was die Börse so komplex macht. Es ist gar nicht mal damit getan, dass wir jetzt sagen, okay, irgendwann steigt's, sondern dieses irgendwann müssen wir auch irgendwie umsetzen. Und dieses irgendwie, da gibt es natürlich sehr viele falsche Varianten oder sehr viele suboptimale Varianten, die eben auch mit Produkten oder mit Varianten ausgeführt werden können, die nicht gut partizipieren. Und dementsprechend hat man mitunter, guckt man auf so einen Chart drauf und sagt in 5 Jahren, hier habe ich doch gesagt, dass es steigen wird. Ja, aber wenn man viel zu früh dran war und vielleicht auch das Ganze versucht hat, mit Futures zu handeln, dann wird man möglicherweise nichts verdient haben mit einem passenden Produkt, wäre das dann aber wahrscheinlich anders gelaufen. Also insofern, das ist das Spannende an Trading und das ist auch das, was es komplex macht. Nicht kompliziert, aber komplex. Es ist vielschichtig, weil wir müssen einerseits einen statistischen Vorteil haben, was die Markteinschätzung oder was das Handeln angeht. Brauchen wir ein Setup, was uns öfter in die richtige Richtung bringt und wenn, dann mehr Gewinn bringt mit den Gewinnertrades, als es Verluste mit den Verlierertrades bringt. Aber wir müssen dann halt auch im nächsten Schritt gucken, dass wir uns das Potenzial nicht mit der falschen Produktauswahl zerschießen. Und das passiert halt auch sehr, sehr häufig, weil da auch aus meiner Sicht große Verständnisdefizite noch allgemein vorherrschen. Wie funktionieren die Produkte? Was wählt man? Wir haben ja jetzt auch, wir werden ja demnächst auch ein Bootcamp-Seminar machen, das erste Präsenzseminar seit mittlerweile, glaube ich, seit 5 Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Und da haben wir auch schon die Interessenten haben ja abgeklopft, was interessant wäre.
an Themen für sie, damit das auch größtmöglichen Nutzen hat. Und da sieht man halt auch, dass solche Sachen wie Verständnis der Produkte, dass das tatsächlich eher, das ist zwar auch Thema für den einen oder anderen, aber das ist tatsächlich eher im hinteren Bereich. Ganz vorne sind immer Strategien, Automatisierung von Strategien, weil man wahrscheinlich merkt, okay, es ist doch in der Exekutive manchmal ein bisschen friemelig. Aber Produktverständnis ist ziemlich hinten gelandet. Und das hat nicht nur damit, es hat einerseits damit zu tun, dass natürlich diejenigen auch schon erfahrener sind. Aber das hat allgemein auch, das ist ja nicht nur bei dieser Umfrage so gewesen, sondern es ist ein allgemeines Phänomen, dass jeder denkt, ja gut, das brauche ich mir nicht erklären lassen. Aber ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Punkt auch, denn ich kann sehr vieles richtig machen im Entscheidungsprozess oder im Entscheidungsfindungsprozess. Aber wenn ich dann ein Produkt nehme, was überhaupt nicht dazu passt oder wo ich vielleicht eine komplett bescheuerte Auswahl treffe, dann bringt mir auch alles, was ich vorher an Schritten richtig gemacht habe, bringt mir nichts. Insofern glaube ich, muss man da sich kritisch hinterfragen, ob man wirklich auf der Produktseite schon komplett fit ist, sodass man da sicher die richtigen Produkte auswählt. Und ich glaube, da ist schon noch auch viel Potenzial da, sich zu verbessern. Jedenfalls mein Eindruck allgemein. Nicht bei jedem, einige sind sehr fit, das weiß ich auch. Aber allgemein, glaube ich, verschätzt man sich dort am ehesten, weil man denkt, ja, okay, da kann man ja irgendwas nehmen. Und genau da passieren dann häufig Fehler. Also insofern, glaube ich, da sollte man sich zumindest kritisch nochmal hinterfragen, weil es. Hier ist ja das beste Beispiel, tatsächlich auch davon abhängt, welche Produkte handelt man dann. Ja, also kann ich dir nur beipflichten nochmal und auch bitte sagen, schaut euch die Produkte an, versucht vor allem auch zu verstehen, wie diese Produkte funktionieren und überlegt euch auch, wie ihr solche Produkte findet, weil ich hatte tatsächlich letztens auch einen Vortrag beim Top Trader Event und also Top Trader Event, wir reden ja über Personen, die sehr, 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 sehr viele Trades im Jahr machen. Und ich war teilweise ganz erstaunt, weil mich gefragt, wo sind denn so eure Probleme eigentlich? Könnt ihr vielleicht mal sagen, einfach beim Vortrag, wo so eure Probleme liegen. Und es haben drei Personen aufgezeigt von, ich glaube, 20, die gesagt haben, wir haben riesige Probleme, die Produkte überhaupt zu finden. Und das darf natürlich daran nicht scheitern. Also ich habe gesagt, wie ein Produkt suchen dauert ja nur 10 Sekunden. Man gibt das in die Suchmaske ein und dann hat man ja sofort das Produkt. Und es ging nämlich vor allem auch um das Thema Hedging, wenn mal ein Problem ist bei einem Broker oder wenn ein Emittent nicht handelbar ist. Da habe ich gesagt, ja, dann baut doch einfach ein Hedge selber auf. Und dann sagt, ja, aber das dauert ja mindestens eine halbe Stunde, bis ich ein Produkt rausgesucht habe. Und für mich dauert das halt 10 Sekunden. Und ich habe dann auch gesagt, bitte setzt euch mit dieser Thematik auseinander, weil es bringt alles nichts, wenn man gar nicht weiß, wie diese Produkte funktionieren und man da nachher handwerkliche Fehler macht. Da sind wir wieder bei der Politik, René, mit den handwerklichen Fehlern. Also es bringt ja auch nichts, wenn die Strategien noch so toll sind, wenn man solche Fehler macht und nachher ein falsches Produkt wählt oder nicht weiß, wie das Produkt funktioniert und so weiter. Das ist im Endeffekt das, was sehr viel Geld kosten kann. Also sollte man sich da natürlich sehr stark mit auseinandersetzen und wenn da Fragen sind, immer gerne auch Bescheid sagen. Ihr wisst ja wahrscheinlich fast alle, dass ich selber auch viele Jahre beim Emittenten gearbeitet habe, also im Produktmanagement. Ich war ja genau dafür zuständig, für die Emission der Anlagen und Hebelprodukte. Also auch wenn da Fragen sein sollten, dann bitte meldet euch. Und auch wenn das zum Beispiel um so solche Seminare geht und ihr gerne wollt, dass ich vielleicht da mal einen Vortrag halte zu dem Thema, dann sagt da gerne Bescheid. Dann werde ich den René überreden, dass ich auch mit dahin komme. Quatsch. Also sagt da auf jeden Fall Bescheid, dann können wir das natürlich auch immer wunderbar uns zusammen anschauen. So, dann haben wir die Thematik abgearbeitet. Jetzt kam von Marian die Frage, ob du mal etwas zu den Indizes sagen könntest. Also du hast eben schon gesagt, wir sind in einem Wahljahr. Ja, bald wird es einen neuen US-Präsidenten geben, vielleicht einen, den wir schon mal hatten. Und genau, da ist natürlich jetzt die Frage, wie könnte es bei den Indizes tendenziell denn dieses Jahr weitergehen? Ja, also mal grundlegend, natürlich weiß das keiner, aber was man sagen kann ist, Börsen mögen keine Unsicherheit. Und mein Eindruck, weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, mein Eindruck war, dass man sich, während die ganzen Aussetzer von Joe Biden waren, die man dann, die medial natürlich auch die Runde gemacht haben, als Trump dann angeschossen war und die Faust in den Himmel 10 Sekunden später geragt hat, oder ragen ließ. Da haben,
haben die Märkte, glaube ich, schon so ein bisschen darauf spekuliert, okay, ja, das wird wahrscheinlich eher Trump werden. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, letztlich jeder Kandidat steht ja für eine bestimmte Wirtschaftspolitik. Ob die dann am Ende auch so umgesetzt wird und genauso wirkt, ist ja was anderes. Aber in der Wahrnehmung ist das so, dass zum Beispiel Trump dann eher für eine amerikafreundliche Politik steht. Ich weiß, dass der eine oder andere sagt, ist ja völliger Wahnsinn. Aber ja, auf jeden Fall hatte man da zwischenzeitlich, glaube ich, verstärkt den Eindruck, okay, naja, also der wird Biden schlagen. Ich glaube mittlerweile, jetzt mit der neuen Situation, eine neue Kandidatin, wie es ausschaut, für die Demokraten. Umfragen sind jetzt ziemlich dicht bei, sind die beide ziemlich dicht beieinander. In einigen Umfragen ist sogar Kamala Harris vor Trump. Das ist also auf jeden Fall nicht so eine klare Geschichte. Und wenn man da mal überlegt, was das für Impulse geben kann, alleine nur, wenn ihr mal überlegt, was damals passiert ist nachts, als Trump gewählt wurde, das ging ja da senkrecht nach unten für ein paar Minuten und dann schoss es aber nach oben. Also es war eine riesige Schwankung. Und ich glaube, Unsicherheit ist natürlich allgemein so ein Ding, was die Börsen nicht mögen. Und wenn ich jetzt in so einem Markt investiert wäre als privater Händler und hätte da mit meinen Aktien satte Gewinne und wüsste, okay, jetzt irgendwie wann am 5. November oder wann da die Wahl ist, gibt es eine Entscheidung und kein Mensch weiß, wie das ausgeht. In den nächsten Wochen kann noch viel passieren. Dann könnte es schon bei dem einen oder anderen vielleicht die Entscheidung geben, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt mal meine Gewinne mit, ich gehe mal an die Seitenlinie und warte mal ab, was da passiert. Und dann kann ich immer noch kaufen, wenn die Wahl durch ist oder wenn es da mehr Klarheit gibt. Also gerade weil das so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, glaube ich tatsächlich, dass die Aktienmärkte insgesamt wegen dieser Unsicherheit hinsichtlich des Ausgangs, dass die jetzt A verstärkt schwanken werden, dass sie aber auch verstärkt korrigieren werden. Es wird auch Erholungsbewegungen geben, wo wir uns vielleicht zwischenzeitlich denken, okay, was soll das jetzt wieder? Aber tendenziell mal rein von diesem Grundverständnis her, Börsen mögen keine Unsicherheit, glaube ich jetzt mittlerweile tatsächlich auch, dass es insgesamt eher korrigieren wird, allenfalls vielleicht seitwärts laufen wird, aber gerade auch im DAX, der ja schon relativ schwach ist gegenüber den US-Märkten, da ist dann schon zu erwarten, dass der auch stärker korrigiert. Und falls wir da nochmal so 200, 300 Punkte von jetzt an verlieren, dann hätten wir auch nochmal ein prozyklisches Signal für die Shortseite. Ich bin im DAX auf jeden Fall auf der Shortseite unterwegs schon, im US-Markt noch nicht wirklich. Aber ich glaube insgesamt, dass die Indizes da jetzt tendenziell eher korrigieren werden. Und saisonal sehen wir das ja hier auch, wenn wir hier oben mal drauf schauen. Ich lösche mal den unteren Chart raus. Wir oben drauf schauen, 15-Jahres-Saisonalität grün, 5-Jahres-Saisonalität rot. Da sehen wir, dass es ab Ende Juli tendenziell eher seitwärts bzw. abwärts läuft, üblicherweise. Und wir sind jetzt schon schwächer als saisonal üblich. Zwar jetzt erst seit ein paar Tagen, aber immerhin. Und von daher glaube ich hier tatsächlich, dass die Short-Seite im Moment das ist, was zu bevorzugen ist. Ob das jetzt ein riesiger Schub nach unten wird, ein kleiner Crash, keine Ahnung. Es gäbe ein paar Faktoren, die dafür sprechen würden. Langfristig bin ich nach wie vor, also langfristig bedeutet in dem Fall mit Blick auf 3 bis 10 Jahre, bin ich sehr, sehr bullish für Aktien. Aber kurzfristig, das bedeutet jetzt in dem Fall, ist damit gemeint, ja, mit Blick auf die nächsten 4, 5 Monate, gehe ich eher davon aus, dass wir hier korrigieren werden, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Deutschland, glaube ich, sogar eher ein bisschen mehr. Und habe da jetzt erste Short-Positionen drin. Die waren jetzt vom Timing auch einige gut, andere nicht so gut. Aber tendenziell die Short-Seite tatsächlich zu bevorzugen. Ja, sehe ich genauso. Also ich hatte das ja auch schon letztes Mal gesagt, deshalb will ich es gar nicht wiederholen. Es hat sich ja wenig getan jetzt beim DAX.
Der ja, Wahlzyklus sieht ja danach aus, dass bis Anfang Oktober zumindest für den DAX das Ganze eher seitwärts gerichtet zumindest ausschaut, was diesen Zyklus angeht. Die klassische Saisonalität auch bis Anfang Oktober seitwärts gerichtet. Vom Sentiment her gibt es auch nicht viel zu sagen. Aber dann im Oktober soll es ja sogar für den DAX dann tendenziell nochmal abwärts laufen. Und René hatte gerade schon verschiedene Dinge angesprochen. Ich gehe also auch eher davon aus, dass wir so eine seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung sehen werden. Deshalb da auch nochmal der Hinweis, wenn man das Ganze handeln möchte, kann man das Ganze natürlich super auch momentan umsetzen mit entsprechenden Discount-Put-Optionsscheinen, sodass man dann natürlich auch einen gewissen Puffer nach oben hat, dass man den Floor zum Beispiel oberhalb des bisherigen Allzeithochs wählt. Und sollte der Markt dann wirklich seitwärts laufen oder korrigieren oder sogar leicht steigen, kann man trotzdem eine positive Rendite erzielen. Also das sehe ich im Endeffekt genauso, wie der René das gesagt hat. Und eher sehe ich, dass der Markt noch mal etwas zurückkommen wird. Sollten wir die 18.000-Punkte-Marke übrigens mal nach unten durchschreiten, dann gehe ich davon aus, dass nochmal richtig Druck drauf kommt. Allerdings haben wir auch heute gesehen, wie schnell das Ganze wieder drehen kann. Bei 18.100 ist der Markt dann wieder nach oben auf einmal weggezogen, also bis fast an die 18.400 eben wieder. Die Schwankungen aktuell sind ziemlich groß, deshalb muss man natürlich aufpassen. Fürs Daytrading ist das super, dass man dann entsprechend natürlich auch mit diesen Bewegungen was machen kann. Aber ja, ist schon heftig momentan, wenn man sich diese Bewegung während des Tages auch anschaut. So, dann kam eine Frage rein zu Gold, René, aber da hattest du ja eben schon was gesagt, soweit ich mich erinnere. Ich habe natürlich eben auf die Fragen geschaut, aber ich glaube, Gold hattest du ja schon mal kurz angesprochen. Deswegen würde ich eher sagen, die nächste Frage kam jetzt zu Zucker, dass wir da vielleicht nochmal drauf eingehen. Genau, ja, Gold hatten wir ja eigentlich alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Langfristig bin ich absolut bullish bei Gold. Kurzfristig ist durch das Scheitern an der 2450, durch den Fehlausbruch dort, ja, erstmal wieder eine Pattsituation zwischen 2200 und 2450 hergestellt. Da bräuchte es also einen neuen Impuls. Zucker ist zuletzt ja deutlich zurückgekommen. Das hat den einen oder anderen nervös gemacht. Aber jetzt haben wir hier eigentlich gerade heute einen Impuls nach oben gesehen. Ich meine, der tat auch dringend Not, muss man sagen. Aber eigentlich Zucker bewegt sich ziemlich typisch an der Saisonalität entlang. 30-Jahres-Saisonalität ist ein bisschen stärker zu dieser Zeit gewesen. Also das heißt, es hat sich ein bisschen abgeschwächt in den letzten 15 Jahren. Ist der Markt also eigentlich hier bis. Ja, bis Anfang August eher schwach. Dann haben wir so einen Hin- und Her-Modus. Insgesamt, ich habe bei Zucker auch eine Long-Position noch laufen. Habe jetzt weder großen Plan, also beziehungsweise große Anstalten voraus, hier in nennenswertem Umfang weitere Longs reinzunehmen. Das kann Zukäufe geben, allerdings gibt es im Moment noch keinen Impuls dafür. Preistechnisch haben wir im Bereich um 18 eine sehr gute Unterstützung, so 18 bis 18,50. Wenn wir das auf den Oktoberkontrakt beziehen, ist eigentlich ziemlich gut unterstützt, wenn man hier mal die letzten Jahre auch nimmt. Dann haben wir hier jetzt im Mai diese Region getestet und ja, also Markt sehe ich neutral bis leicht positiv. Habe dort, wie gesagt, noch kleine Restpositionen laufen. Ansonsten warte ich dort ab, weil es ähnlich wie in vielen anderen Märkten so ein Hin und Her aus saisonaler Sicht gibt. COT-Daten, ja, die sehen jetzt auch nicht spektakulär aus. Können wir auch mal kurz draufschauen gerade, wenn wir schon dabei sind. Schauen wir noch die COT-Daten an. So. Die kommen jetzt gleich hier in dem separaten Chart unter diesem Chart. Dauert eine Sekunde. So, da haben wir. Also, was man sagen kann, ich lösche alles andere raus, damit man es ein bisschen besser erkennt. Also, was man sagen kann, ist, dass die Fonds jetzt zuletzt hier gekauft haben. Das hat den Preis zwischen Juni und ja, Anfang Juli auch nach oben getrieben. Danach,
Das ist aber auch nur eine Woche gewesen, beziehungsweise eine Berichtswoche, haben die Fonds ein bisschen Positionen netto verkauft. Insgesamt ist das Investitionsniveau nicht sonderlich hoch. Das heißt, also da wäre, wenn man sich mal anschaut, die Preishochs, die lokalen, die hier markiert wurden, zum Beispiel hier im Juni 23, im September 23 oder auch im November 23, da war die Nettoposition deutlich höher. Da waren wir bei 190.000 Kontrakten und gegenwärtig sind wir hier bei 35.000 Kontrakten. Also da wäre schon noch viel Luft nach oben, wenn man es daran bemisst. Und gucken wir, ob wir noch ein bisschen weiter zurückkommen. Also so die Extremstpositionierungen waren immer irgendwo 170.000, 200.000 Kontrakte netto long bei den großen Spekulanten. Und da sind wir noch weit davon entfernt. Insofern also tendenziell fühle ich mich jetzt mit den Restpositionen einigermaßen wohl. Ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Wochen nicht allzu spektakulär laufen, ein bisschen hin und her. Aber ich habe dort tatsächlich auf der Long-Seite noch Positionen laufen und behalte die auch bei. Okay, super. Dann kam gerade noch eine Frage rein, da vielleicht zur Info. Die Discount-Calls, die ich gerne hätte für Zucker oder auch Discount-Puts, da bin ich noch dran. Also die gibt es jetzt noch nicht. Werde aber dann auch in Kürze nochmal nachhaken, wie das aussieht, wann die emittiert werden können. Falls man da dann Interesse hat, solche Produkte zu handeln, kann man das Ganze dann auch, wie gesagt, damit wunderbar umsetzen. So, dann kam eine weitere Frage rein zu WTI Rohöl. Vielleicht kurze Info. Ich hatte da eine Discount-Call-Position laufen. Die hat sich super entwickelt. Die hatte ich jetzt gerade kürzlich veräußert. Ich bin mal gespannt, wie du das siehst. Also saisonal sieht es natürlich positiv weiterhin aus. Aber du kannst ja mal sagen, wie du die Situation momentan einschätzt. Genau, also wir schauen mal auf die Saisonalität drauf. Rohöl ist ja ein Markt, der sich sehr eng an der Saisonalität üblicherweise bewegt. Ganz einfach, weil die Verbrauchsweise von Rohöl ist ja jetzt, hat sich jetzt nicht wesentlich was geändert. Während man jetzt bei Platin zum Beispiel hat sich mit 2015, mit diesem Beschluss, also mit diesem Dieselban, der damals beschlossen wurde, hat sich ja einiges verändert für Platin in der Verwendung. Jetzt bei Rohöl ist da im Moment noch nichts in Sicht. Und ich glaube auch im Übrigen, dass dieses Verbrenner aus, was gegenwärtig als sicher gilt, dass das bis zu dem Zeitpunkt, zu dem es dann tatsächlich auch kommen soll, dass das so nicht kommen wird oder sehr, sehr viel später kommen wird, weil es einfach zu große Interessen gibt, dass es eben nicht zu diesem Verbrenner auskommt. Da muss man sich einfach nur die großen Industrien anschauen. Ob man das jetzt gut findet aus Umweltsicht oder nicht, ich glaube eher, dass es darauf hinauslaufen wird, was ja auch eine Option wäre, dass man einmal sagt, okay, wir versuchen das einfach ein bisschen cleaner hinzubekommen und versuchen da einfach technologisch ein bisschen progressiver zu werden. Das hat man ja damals auch ganz früher. Ich weiß es noch, als ich noch sehr, sehr jung war, ich gesehen habe, was da aus den Autos hinten rauskam, das war ja abenteuerlich. Dann irgendwann gab es die Katalysatoren, das war ja ein Quantensprung gefühlt damals. Und ja, vielleicht gelingt auch da was in den nächsten 10 Jahren. Es ist auf jeden Fall eine Alternative dazu, sich irgendwo auf die Startbahn zu kleben. Ich glaube, damit wird man auf jeden Fall keine Innovation schaffen. Ich kann mir vorstellen, dass da ein paar kluge Köpfe sich mit Sicherheit was einfallen lassen. Insofern, das ist der Grund, warum Rohöl eine starke Saisonalität hat oder sehr typisch saisonal üblicherweise läuft. Und die Saisonalität jetzt zu dieser Jahreszeit, schauen wir uns mal an, die ist speziell, wenn es dann in Richtung September geht. Das dauert jetzt von jetzt an noch schon noch. Ja, 3 Wochen locker, 3, 4 Wochen, in denen es eigentlich eher zur Schwäche neigt. Aber spannend wird die Zeit so ab Mitte August, 15., 20. August herum. Da wird es dann für die Long-Seite wieder interessant. Bis dahin habe ich keine Ambitionen, Long zu sein in diesem Markt. Aber dann geht es in den USA, beziehungsweise dort im ganzen Raum, im pazifischen Raum und
Richtung Golf von Mexiko und so weiter. Da geht es dort in die heiße Phase, was die Hurricane Season angeht. Und da gibt es normalerweise Risikoaufschläge. Also da gibt es ein Risikopremium in Erwartung von möglichen Anlagenabschaltungen, Schäden an Bohrinseln und so weiter. Deshalb hat man sehr, sehr häufig hier in diesem Abschnitt so in den 15 Jahres oder in der 15-Jahresbetrachtung ist es so ab dem 21. August. Wenn wir die letzten 5 Jahre nehmen, wäre der optimale Einstiegszeitpunkt gewesen so um den 7. August herum. Und wenn wir die letzten 30 Jahre nehmen, ist es auch eher so der 26. August. Also so Mitte August bis Ende August. Das ist eigentlich eine ganz gute Zeit, um im Rohöl auf die Long-Seite zu switchen. Vorher habe ich dort Long keine großen Ambitionen, weil es saisonal halt einfach da noch ein bisschen diffus ist oder sogar eher zur Schwäche neigt. Im Moment auch schwächer als saisonal üblich. Insofern bin ich dort im Moment sowieso gar nicht engagiert, außer bei Systemtrades, die aber nicht auf solchen Geschichten basieren, sondern halt schon auf Saisonalitäten, aber die konkrete Abschnitte nehmen. Und ja, insofern kurzfristig, also hier, das ist die Kernbotschaft, kurzfristig eher noch ein bisschen Schwäche, dann wird es aber interessant für die Long-Seite, weil wir da tatsächlich eine sehr, sehr hohe Regelmäßigkeit haben für steigende Notierungen, und zwar durch die Hurricane Season. Okay, super. Dann haben wir noch eine Frage, hatten wir jetzt schon einige Male nicht mehr besprochen, und zwar zu Orangensaft. Das wäre noch ein Markt, den wir heute noch reinnehmen sollten. Genau, da schauen wir mal drauf. Orangensaft wird auch Richtung Oktober, beziehungsweise zweite Oktoberhälfte wird Orangensaft dann sehr interessant. Wir sehen jetzt hier auch, die Saisonalität ist ja leicht abwärts gerichtet. So ab Ende Juli, ab dem 26. Juli, 29. Juli herum neigt es eher zur Schwäche. Allerdings auch jetzt nicht in so einem Umfang, dass man sagen kann, okay, da muss man short dabei sein. Ja, insgesamt vom Preisniveau sind immer noch sehr, sehr hoch. Liegt halt daran, dass dort 2022 50% der Bäume zerschreddert hat oder weggepustet hat. Insofern, das ist in so einem Markt nicht so einfach zu kompensieren, weil während man bei Weizen zweimal im Jahr Ernte hat und beziehungsweise auch Saatzeit, und das auch sehr dezentral angepflanzt werden kann, hat man hier bei Orangen eben ja im Wesentlichen zwei große Produktionsregionen, und wenn eine davon arg beschädigt wird, dann gibt es ein Problem. Für die Short-Seite, ja, auf dem aktuellen Niveau mache ich dort jetzt nichts. Gibt jetzt auch keine Systemtrades, die jetzt aktuell arbeiten. Aber tendenziell, wenn man jetzt hier sich rein an der Saisonalität orientiert, wäre ab Ende des Monats die Short-Seite zu favorisieren. Und wenn wir dann Ende September sind, also so in ja, knapp 2 Monaten, da geht es dann los, dass man sich für die Long-Seite wieder positioniert. Also saisonal wäre jetzt Short und ab Ende September dann die Long-Seite. Das wäre das, was hier auf dem Plan stünde, wenn man sich nur daran orientiert. Okay, super. Dann sind wir schon fast durch, aber einen Markt packen wir, glaube ich, gerade noch. Und zwar kam jetzt die Frage rein, wie es denn beim Kaffee weitergehen könnte. Ich hatte zuletzt selber Discount-Put-Optionsscheine hier in mein Portfolio gekauft. Der Kaffeepreis kommt seitdem auch zurück. Deswegen haben sich die Produkte jetzt gut entwickelt. Ja, vielleicht kannst du mal sagen, wie deine ja, Richtung gerade für den Kaffeepreis aussieht. Ja, ich bin im Moment gar nicht investiert, weil einfach keine Systemtrades dort anstehen, anstanden. Es war vorübergehend deutlich stärker als saisonal üblich. Das war so bis zum 9. Juli. Dann ist zum Glück das schlimmste Szenario nicht eingetroffen. Gab ja dort auch Sorge um zu große Trockenheit, dass das sich auf die Ernte auswirkt. Und jetzt ist der Preis aber zuletzt zurückgekommen. Strategisch gesehen ist eigentlich die Zone so, wenn es in Richtung 250 geht, eigentlich immer attraktiv für die Short-Seite. Man sollte aber halt bei solchen Märkten im Hinterkopf behalten, dass jederzeit sowas passieren kann, wie wir es bei Orangensaft gesehen haben.
wie wir es bei Kakao gesehen haben, wie wir es bei Bauholz gesehen haben, dass so ein Markt halt unkontrolliert nach oben schießt. Das heißt also, wenn man shortet, sollte man, da haben wir auch zuletzt drüber gesprochen, sollte man das nicht mit einem kleinen Konto und einer großen Position machen, sondern man sollte es mit einem großen Konto und einer kleinen Position machen, also moderat gewichten. Oder, beziehungsweise und, auch bei der Produktauswahl, wie es Ingmar gemacht hat, natürlich auch clever vorgehen, ein Produkt nehmen, was jetzt nicht irgendwie nach einem Tag ausnockt, wenn es mal irgendwie einen 5 oder 10% Schub nach oben geben sollte, sondern etwas nehmen, was vielleicht bei zwei Szenarien einigermaßen gut durchkommt oder erfolgreich abgeschlossen werden kann. Also das ist dabei wichtig. Ansonsten saisonal ist hier ab Ende Juli Schwächephase bis 20. August typischerweise zu sehen. Dann gibt es eine Erholung, dann geht es wieder runter. Also der Short-Seite, wenn man jetzt sagt, okay, was ist denn die nächsten 2, 3 Monate angesagt oder vielleicht sogar 4 Monate, dann haben wir schon einen Überhang für die Short-Seite. Könnte sich anbieten, dass man eine Tranche Ende Juli reinnimmt, also jetzt zeitnah, und eine weitere Tranche hier so Anfang September. Das ist auch nochmal ein ganz guter Zeitpunkt. Dann hätte man potenziell einen ganz guten Mischkurs und wäre in der Nähe dieser strategischen Short-Zone dabei. Sollte man allerdings nur machen, wie eben gerade schon gesagt, wenn daraus jetzt nicht wird, okay, ich habe alles, was ich habe, in Kaffee-Shorts gesteckt, weil das wäre natürlich fatal. Also wenn das eine kleine Position ist, die, wenn sie nicht läuft oder wenn es hier irgendwie zu einer Katastrophe kommt im Marktverlauf, halt ein bisschen was verliert, aber das Konto jetzt nicht zu arg beschädigt, dann kann man das machen. Aber was man eben meiner Meinung nach oder meiner Überzeugung nach nicht machen sollte, ist, dass man jetzt sehr viel oder unverhältnismäßig viel in so eine Position rein kloppt, weil das würde dann Druck bringen und wenn es schief geht, ist eben alles weg. Aber das versteht sich eigentlich von selbst. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, das immer wieder zu betonen. Ja, super, genau richtig. Und vielleicht noch zur Info, weil eben die Frage kam, dieses Webinar werde ich natürlich auch gleich wieder, also die Aufzeichnung auf meinem YouTube-Kanal hochladen. Also könnt ihr später reinschauen, IK Invest. Falls ihr das noch nicht abonniert habt, holt das natürlich nach. Und ja, jetzt sind wir schon wieder durch. Die Stunde ist um. Es ging wieder ratzfatz. Vielen Dank für die tollen Feedbacks, die gerade auch reinkommen, dass euch das Webinar gut gefallen hat. Das freut uns natürlich sehr. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Weiterhin viel Erfolg mit euren Trades. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Ja, ich wollte gerade mal kurz gucken, ob wir schon am Sonntag wieder ein Webinar haben. Aber das ist noch nicht der erste Sonntag des Monats. Also, nächste Woche Donnerstag geht's weiter. Bis dahin alles Gute und die letzten Worte gehören natürlich dir, René. Dir auch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, danke dir auch und euch natürlich auch. Hat wieder Spaß gemacht. Euch noch einen schönen Abend, einen spannenden Freitagshandel und ja, fürs Wochenende auch entspannte, sonnige Tage oder was auch immer ihr euch für ein Wetter wünscht. Macht's gut, ciao.